Meinst du, die Russen wollen Krieg? Befrag die Stille, die da schwieg, im weiten Feld, im Pappelhain. Befrag die Birken an dem Rhein, dort, wo er liegt, in seinem Grab. Den russischen Soldaten frag. Sein Sohn dir drauf die Antwort gibt. Meinst du, die Russen wollen Krieg? Nicht nur fürs eigene Vaterland fiel der Soldat im Weltenbrand. Nein, dass auf Erden jeder Mann in Ruhe schlafen gehen kann. Holt euch bei jenem Kämpferrat, der siegend an die Elbe trat, was tief in unseren Herzen blieb. Meinst du, die Russen wollen Krieg? Der Kampf hat uns nicht schwach gesehen, doch nie mehr möge es geschehen, dass Menschenblut so rot und heiß der bitteren Erde wert zum Preis. Frag Mütter, die seit damals grau, befrag doch bitte meine Frau. Die Antwort in der Frage liegt: Meinst du, die Russen wollen Krieg? Es weiß, wer schmiedet und wer webt. Es weiß, wer ackert und wer sät. Ein jedes Volk die Wahrheit sieht. Meinst du, die Russen wollen Krieg? Jewgeni Jewtuschenko, 1961. Ich begrüße jetzt erstmal ganz herzlich Matthias Platzek, den Vorsitzenden des Deutsch-Russischen Forums, der eben bekannt ist dafür, dass er den Dialog mit dem Land pflegt. Ich freue mich, dass Sie hier sind und kurz möchte ich auf Ihren Lebenslauf eingehen. Es ist bekannt, dass er von 2002 bis 2013 Ministerpräsident von Brandenburg war, davon auch 6 Monate Vorsitzender der SPD. Beide Positionen musste er krankheitshalber aufgeben. Noch zu DDR-Zeiten war er in der Umweltbewegung engagiert und nach dem Mauerfall war Matthias Platzek von 1990 bis 1998 Umweltminister in Brandenburg, wo er sich besonders als Deichgraf beim Oderhochwasser auszeichnete. Von 1998 bis 2002 war er Oberbürgermeister von Potsdam. Doch schon immer spielte sein Verhältnis zu Russland eine Rolle. Sein Vater war im Krieg gegen Russland und erzählte ihm auch davon. Er ist in Potsdam aufgewachsen, sowjetische Soldaten waren stets präsent. Und dann hatte er eine Russischlehrerin, die ihm die Liebe zur russischen Kultur vermittelte. Als Ministerpräsident war er dann Vorsitzender der deutsch-russischen Freundschaftsgruppe im Bundesrat. Und jetzt gehören Sie zu den wenigen Menschen in Deutschland, die sich für den Dialog mit Russland stark machen und gegen eine Eskalation. Auch wir vom Städtepartnerschaftsverein Köln-Wolgograd und Verdi und all die Gruppen, die jetzt hier Mitveranstalter sind, wollen diesen Dialog fortsetzen und sind gespannt, was Sie uns in dieser immer brisanter werdenden Zeit sagen können. Ja, ich bitte Sie auf die Bühne. Soll ich helfen? Heute mit der Technik klappt gar nicht. Liebe Eva Aras, lieber Herr Bürgermeister, lieber Herr Generalkonsul, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich will mal gleich am Anfang sagen, es geht einem das Herz auf und macht Freude, wenn man Oskar und seine Mitstreiter und Mitstreiterinnen erlebt, weil ich glaube, dass das im Kern das einzige wirkliche Mittel ist,
um der Entfremdung vorzubeugen, die zwischen unseren Völkern längst unterwegs ist, von höchster staatlicher Stelle ja leider, sage ich mal, neulich auch konstatiert, als Frank-Walter Steinmeier nach 7 Jahren Funkstille endlich wieder einen Besuch als Bundespräsident in Russland gemacht hat, hat er dort im Gespräch mit Wladimir Putin auch gesagt, dass die Angst umgeht, dass unsere Völker sich entfremden. Denn die Zahl solcher Begegnungen, wie segensreich die sind, haben ja die jungen Leute eben ganz klar hier auch nochmal zum Ausdruck gebracht. Die Zahl solcher Begegnungen nimmt leider nicht zu, sondern sie hat in den letzten Jahren aus verschiedenen Gründen stark abgenommen. Dass wir bis vor kurzem das Jahr des deutsch-russischen Jugendaustausches hatten, hat kaum einer wirklich gemerkt. Und das ist alles mehr als bedauerlich, weil man hat ja eben an der Aussage des einen Mädchens sehr deutlich wahrgenommen, dass sich Bilder im Kopf festsetzen, die, wenn sie dann mit der Realität zusammentreffen, sich als nicht sehr tragfähig erweisen. Und Eva Arras hat eben zu Recht gesagt, wenn zu wenig Begegnung stattfindet, wenn so eine Entfremdung Raum greift, dann können aus Partnern am Ende Gegner werden, vielleicht sogar im schlimmsten Fall Feinde. Weil je weniger man übereinander weiß, je weniger man von dem anderen Leben weiß, von der anderen Kultur, je weniger man sich kennt, umso leichter ist es, dem jeweils anderen auch den größten Unsinn zu erzählen, weil man es nicht besser weiß, weil man keine Kenntnis hat. Und deshalb finde ich das ausgesprochen begrüßenswert und freue mich richtig drüber, mit wie viel Offenheit und Lebensfreude hier dargestellt wurde, was man da miteinander schon nach so kurzer Zeit und voneinander gelernt hat. Wir treffen uns, das ist ja kein Geheimnis und das ist in allen Sätzen, die bisher hier gefallen sind, ja auch deutlich geworden, in ausgesprochen schwierigen Zeiten. Wolfgang Ischinger, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, die ja vor kurzem wieder stattgefunden hat, hat das ja in seltener Klarheit zum Ausdruck gebracht. Und da sollte man auch nicht schöner reden, dass wir heute sogar in einer komplizierteren Zeit leben als im Kalten Krieg, die Kriegsgefahr wieder virulent ist und die Verhältnisse ausgesprochen unübersichtlich geworden sind. Und ich glaube, Herr Ischinger weiß, wovon er redet. Wir haben als deutsch-russisches Forum vor einer Weile eine außenpolitische Konferenz gehabt, wo Ähnliches auch sehr prägnant zum Ausdruck gebracht wurde und selbst Leute, die ein Stück entfernter von dem Thema sind, doch relativ besorgt zurückgelassen hat. Fjodor Lukjanow, der profilierteste russische Politologe, hat das alles zusammengefasst, indem er gesagt hat, wir befinden uns derzeit am Ende einer Epoche. Und das Schwierige ist, dass keiner weiß, wie die neue Epoche wirklich beschaffen und konfiguriert sein wird. Sein deutscher Kollege Bramel hat das ergänzt, es endet die Epoche des liberalen Zeitalters, hat er gesagt. Und es wird ein schwieriges Zeitalter auf uns zukommen. Und in derselben Konferenz hat Generalinspektor AD, manche von Ihnen kennen den Namen bestimmt noch, Harald Kujat, gesagt, dass er sich zunehmend Sorgen macht. Seine Analyse sagt nämlich, dass das, was wir im Moment erleben auf der Welt, in Europa, aber auch im arabischen Raum, in anderen Gegenden, im asiatischen Raum, ihn durchaus erinnert an die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Und manche von Ihnen wissen ja, dass die Analyse gesagt hat, Schlafwandler waren damals unterwegs und ein Krieg ist entstanden, den irgendwie keiner gewollt hat und plötzlich war er da. Und Kujat hat das mal verglichen mit den vielen Konflikten, die derzeit laufen, Ostukraine, Syrien, man kann noch vieles andere nennen. Und am Ende reicht ein Zündfunke an irgendeiner dieser Stellen und wir sind in einem Großkonflikt drin. Für mich ist das deshalb, auch diese Konferenz war so eindrucksvoll, weil wenn man das Revue passieren lässt, was da an den 2 Tagen an Analysen vorgetragen wurde und mal ganz kurz sich zurückbeamt und sagt, in welchem Zustand waren wir eigentlich vor 25, 27 Jahren, 1989, 90, 91, wenn man das damals gesagt bekommen hätte, was man 2017, 18 zu hören kriegt, hätte man es für unvorstellbar gehalten. Damals wurde vom Ende der Geschichte geredet. Es hieß, jetzt wird nur noch Frieden zu gestalten sein auf dieser Welt. Die Großkonflikte sind ausgestanden. Manche werden sich erinnern, dass 91 die Charta von Paris von allen relevanten Staatschefs unterschrieben wurde. Wer diese Charta heute liest, denkt, ich sage es mal ein bisschen salopp, fast ein Märchenbuch
zu lesen. Dort wurde eine Welt geschildert, die mit der, in der wir heute real leben, eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun hat. Und das kann man auch an anderen Dingen ablesen, wenn wir bis vor einigen Jahren über Autokratien gesprochen haben, dann fielen überschaubarer Zahl von Begriffen, dann war natürlich Belarus, Weißrussland wurde immer wieder erwähnt, China spielte noch eine Rolle, auch Russland in Teilen. Aber wenn man sich die Entwicklung jetzt anschaut, nach den Kriterien, die wir bis vor kurzem noch für allein anwendbar gehalten haben, kann man die Türkei heute zum Beispiel als NATO-Partner überhaupt nicht mehr subsumieren unter demokratisch verfassten Staaten. Und man braucht gar nicht so weit in die NATO reingucken. Wenn wir nur in die Europäische Union, gemeinhin sich selbstverstehend als Hort der liberalen Demokratie, schauen und mal genau in unsere Nachbarländer Ungarn und Polen gucken, dann hat das mit liberaler Demokratie sehr wenig bis gar nichts zu tun, was da im Moment politisch Umsetzung erfährt. Und ich sage mal, bisher war ja eine relativ einfache Formel, wenn was Böses stattfand, kam es bestimmt irgendwie aus Moskau und das Gute kam aus Washington. Selbst diese Weisheit ist ja inzwischen nicht mehr sakrosankt, sondern auch da ist eine Menge Zweifel mittlerweile aufgetaucht und angebracht. Und ich sage das mal so auch ein bisschen sarkastisch, weil das alles gehört zu dem Kontext, den wir beleuchten müssen, wenn wir über unser Verhältnis zu Russland reden und wenn ich über liberale Demokratien rede, selbst in Deutschland, in unserem Land, ist ja längst nicht mehr alles so, wie wir uns das mal gedacht und vorgestellt haben. Und viele Menschen sind heute in großen Zweifeln befangen und das wird uns auch noch in unserer Gesellschaft intensiv, glaube ich, in den nächsten Jahren beschäftigen, wenn ich bin ja selber Sozialdemokrat, ist kein Geheimnis, eben schon gesagt worden, den Zustand und die Verfasstheit der bisher tragenden Volksparteien anschaue, was sich auch an Wahlergebnissen ablesen lässt, dann ist das alles nicht etwas, was ich vor 20 Jahren so gedacht oder mir so gewünscht hätte. Vielleicht mit einem Wort noch, warum mache ich das alles? Das ist ja eben zu meiner Biografie. Zwei Worte gesagt worden, jeder Mensch ist ja, hat seine Kindheitsmuster, mal frei nach Christa Wolf gesagt, natürlich in sich. Und bei mir waren die nun mal sehr russisch, wenn man unter Russen groß wird, da in dieser Potsdamer Vorstadt. Ich habe in der Kliniker Brücke gewohnt, also manche werden den Begriff kennen. Spielberg hat vor ein paar Jahren einen Film drüber gedreht mit Tom Hanks als Bridge of Spies. Das war die Brücke, wo die Amerikaner und die Russen immer ihre Agenten ausgetauscht haben. Und wir wussten immer, wenn früh um 4, um 5 dort helles Licht brennt, dann wird jetzt gerade wieder einer die Seite wechseln. Aber es hat dann auch nach der Wende noch viele Faktoren gegeben. Da merkt man auch, wie Bilder vorgeprägt sind, die mich von diesem Thema nicht, letztlich hat mich das Thema deshalb auch nicht losgelassen. Weil wenn im Bundesrat, Eva Aras hat es eben kurz erwähnt, ein Vorsitzender der deutsch-russischen Freundschaftsgruppe gesucht wurde, dann war das etwas schwieriger, als wenn zum Beispiel der Vorsitzende der deutsch-französischen Freundschaftsgruppe gesucht wurde. Und am Ende haben sie mich dann angeguckt, weil nach dem Motto, du bist doch sowieso aus dem Osten, du kennst doch wahrscheinlich, kannst das machen. Und das gab es auch in anderen Zusammenhängen, wenn im Präsidium der SPD am letzten Tagesordnungspunkt die Termine verteilt wurden, dann hatten immer ganz viele Zeit, wenn es zu Kongressen nach Madrid ging oder Seminaren nach Paris. Aber wenn ein Symposium in Bratislava war, dann wurde ich wieder angeguckt. Und so hat sich das dann perpetuiert und so bin ich bei dem Thema geblieben. Und ich habe es ja auch gerne gemacht, das verhehle ich überhaupt nicht. So ist es aber dann bei mir geblieben. Und dann hat 2013, als ich mein Amt als MP aufgeben musste, stand natürlich die Frage, was tust du jetzt mit dem Rest des Lebens? Und ich habe 4 Töchter und durch die 4 Töchter eine wachsende Schar von Enkeln, was ja auch sehr, sehr schön ist. Und ich habe ihnen damals versprochen, das, was ich künftig machen werde, soll unter anderem in einem Zusammenhang und ganz zuvorderst, nicht nur unter anderem, in einem Zusammenhang mit diesen Generationen stehen, weil ich will einen Beitrag leisten, wenigstens ein kleines Mosaiksteinchen. Und wenn es nur fürs eigene Gewissen ist,
Beitrag dazu leisten, dass die Kinder und die Enkel vielleicht mal dasselbe Glück haben, was ich zumindest als großes Glück empfinde, nämlich mitten auf unserem Kontinent 65 Jahre in Frieden zu leben. Das ist noch nicht vielen Generationen vor uns so in irgendeiner Form zuteil geworden. Und bei dieser Frage wiederum, glaube ich, ist das der Kern des ganzen Problems, unser Verhältnis zu Russland. Das wird die Hauptfrage sein, wenn es darum geht, ob wir auf unserem Kontinent den Frieden bewahren wollen oder nicht. Zweiter Punkt vielleicht noch in eigener Sache. Mir wird nicht selten, und ich kann damit gut leben, vorgeworfen, dass da, wo ich diskutiere, was sage oder rede, käme zu wenig Russlandkritik vor. Ich will gleich vorweg sagen, ich habe an meinen russischen Freunden und unseren Kollegen hinreichend viel zu kritisieren und bin längst nicht mit allem einverstanden, was dort passiert, weder in der Gesellschaft, wir haben sehr viele Partner in der Zivilgesellschaft, in der russischen, denen das Leben schwer gemacht wird, was ich komplett falsch finde. Ich komme selber aus der Bürgerbewegung der DDR und ich sage unseren russischen Freunden immer, wenn es gesellschaftlich kompliziert wird, ist es nicht sinnvoll, zivilgesellschaftliches Engagement einzuschränken. Angst vor der Zivilgesellschaft ist falsch. Mut zur Zivilgesellschaft wäre genau richtig, weil das befördert eine Gesellschaft. Das bringt eine Gesellschaft am Ende voran. Und ich bin auch mit etlichen außenpolitischen Dingen längst nicht einverstanden. Aber, meine Damen und Herren, wenn ich versuche, die andere Seite auszuleuchten, nämlich warum ist Russland, wie es ist? Warum handelt Russland, wie es handelt? Was leitet Russland? Dann auch deshalb, weil es an Russland Kritik in Deutschland wahrlich keine Marktlücke gibt. Also wer sich für eine kritische Sicht auf Russland interessiert, kann jede beliebige Zeitung zu jedem beliebigen Zeitpunkt aufschlagen, kann jeden Sender einschalten und sich das anhören. Und dann wird er rundum hinreichend und gut bedient. Und deshalb finde ich es wiederum auch ganz sinnvoll, auch für die Debatte in einer offenen und demokratisch verfassten Gesellschaft, dass man sich auch damit befasst, was den anderen eigentlich treibt und warum er so ist, wie er ist. Ich habe in den letzten Jahren ab und zu in Tarifkonflikten schlichten dürfen, ob bei der Bahn oder bei der Lufthansa, und überall beginnt ja eine Schlichtung, viele von Ihnen wissen das bestimmt, erst an dem Punkt, wenn die beiden nicht mehr miteinander klarkommen. Und ich habe es mir dort zur Angewohnheit gemacht, als allerersten Punkt zu sagen, wenn beide Parteien am Tisch saßen und natürlich 100% der Meinung waren, dass Schuld an dem Zustand, und zwar wiederum zu 100%, nur die andere Seite sein kann, dass sie beide bitte nochmal rausgehen, eine Stunde lang, und den Fall mal von einer ganz anderen Seite beleuchten, nämlich mal zu überlegen, ob sie selber vielleicht auch einen Anteil Schuld an diesem Zustand, an dieser Entwicklung haben könnten. Weil ich der festen Überzeugung bin, wenn man nur an ein Problem herangeht und sagt, der andere hat komplett die Schuld, dann kriegt man ja nicht mal einen Ehekrach gelöst. Also wenn man nicht in der Lage ist, mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, vielleicht habe ich auch einen Anteil dran, vielleicht habe ich auch was falsch gemacht, vielleicht habe ich was falsch gesehen oder falsch reagiert, wird es nichts werden. Und ich glaube, dass es auch bei der Sicht, die wir auf diesen Scherbenhaufen, und anders kann man das nicht bezeichnen, unsere Beziehung zu Russland derzeit haben, wäre es auch mal angeraten, dass wir einen Schritt zurückgehen, weil wir ruhen sehr in der Grundhaltung, dass Schuld an diesem Zustand ausschließlich und nur die Russen sein können. Und das, glaube ich, stimmt so. Das ist auch belegbar, aber ich habe es auch aus eigener Erfahrung, kann ich sagen, das stimmt so mit Sicherheit nicht. Und das fängt in Teilen schon an, wie wir die jüngere russische Geschichte bewerten. Und ich merke selber bei mir, ich bin ja viel auch in Russland auf Podien, auf Diskussionen unterwegs. Und wenn dort diskutiert wird und ich benutze Begriffe, die hier in unserem Sprachraum völlig einhellig konnotiert sind, nämlich meistens durchaus positiv besetzt, ich sage mal sowas wie Marktwirtschaft oder Demokratie, auch Privatisierung, schon in Deutschland auch ein bisschen umstrittener. Wenn man mit diesen Worten hantiert auf russischen Podien, stellt man plötzlich fest, dass dort die Aufnahme dieser Begriffe eine ganz andere ist. Weil sie sagen, Junge,
Die Jahre von 90 bis 98 sind für uns, die bei uns laufen, unter Demokratisierung der Gesellschaft, Einführung der Marktwirtschaft in Russland. Fast alle Russen sehen diese Zeit als das schlimmste Trauma der jüngeren Geschichte in ihrem Leben. Das muss man wenigstens aufnehmen und wissen und sich vergegenwärtigen, wenn man überhaupt anfangen will zu verstehen, was in diesem Land passiert ist und warum manches anders ist, als es oder anders gesehen wird, als es bei uns gesehen wird. Und ich sage auch immer, wir sollten uns über sowas mitnichten erheben. Wer in diesen Jahren in Russland war und wahrgenommen hat, wie in diesen 8 Jahren die Staatlichkeit zerfallen ist, wie 98 die Konten, alles Ersparte des Lebens auf Null gestellt wurden, Renten nicht mehr gezahlt wurden. Ich frage mich, was wäre bei uns in Deutschland los gewesen, wenn wir so einen Zustand gehabt hätten. Man muss eher Respekt haben, wie zivilisiert das dann noch am Ende alles trotz dieser riesigen Probleme abgelaufen ist. Und in dieser, wenn man sich da rein vertieft, was da passiert ist, dann kriegt man wenigstens auch eine Ahnung, zum Beispiel für das sehr hohe Ansehen, was Wladimir Putin in Russland genießt, genossen hat und genießt, weil er wird damit verbunden, die Staatlichkeit wiederhergestellt zu haben, Perspektive wieder in das Land gebracht zu haben, ein Land, was am Zerfallen war, wieder Stück für Stück aufgerichtet zu haben. Und das sollte man zumindest wissen, im Kopf haben, um dann in der eigenen Analyse nicht auf falsche Pfade zu gehen. Meine Damen und Herren, wenn wir uns heute wundern, manchmal auch ärgern, dass in Russland im Moment vieles darauf aus ist, sich auf Traditionen zu besinnen. Auch Nationalismus blüht durchaus. Die russisch-orthodoxe Kirche spielt eine mittlerweile wieder staatstragende Rolle. Mir in Teilen als evangelischen Christen durchaus fremd, weil ich vieles dieser Sicht nicht verstehe. Aber ich verstehe auch bei der katholischen Kirche manches nicht. Also von daher, das ist nicht unbedingt an die russisch-orthodoxe Kirche nur gebunden. Aber auch dann, und da komme ich zu einem zweiten Punkt, muss man sich vergegenwärtigen, was ist in diesem riesigen Land, und ich sage mal ganz bewusst riesigen Land, weil ein Land, was über 10 Zeitzonen geht, vom Pazifischen Ozean bis zur Ostsee, hat ein paar andere Gesetzmäßigkeiten in sich ruhen und hat vielleicht auch ein paar andere Erfordernisse in der Organisation des Landes als Belgien, wo man, wenn man schnell fährt, in 2 Stunden durch ist mit dem Auto. Das muss man noch wissen. Und dieses riesige Land hat 89, 90, 91 bis 98 noch etwas anderes verloren als das, was ich eben geschildert habe. Nämlich einen Teil seiner Identität. Dieses Land fühlte sich plötzlich als nichts mehr und wusste auch gar nicht mehr so richtig, was es eigentlich war. In Zeiten der Sowjetunion war vieles nicht in Ordnung. Überhaupt keine Frage. Aber Ihnen sagen heute noch Russen, bei allem, was damals mehr als beklagenswert war, wir haben uns wenigstens daran festhalten können, dass wir im Sport, in der Weltraumfahrt, im Militär, wo auch immer, sowas wie eine Supermacht waren. Das spielt mehr eine Rolle, als man denkt. Auch sowas hält ein Land irgendwo zusammen. Und dann kam eine Zeit, wo man gar nichts mehr war. Also war es fast ein Naturgesetz, dass man sich wieder etwas suchen musste, was eine Klammer bildet, immerhin 80 Völkerschaften leben auf dem Gebiet Russlands, was eine Klammer bildet und wieder identitätsstiftend sein kann. Und mein Gefühl ist, dass dieses Land immer noch auf der Suche ist und die russisch-orthodoxe Kirche spielt dabei eine sehr große Rolle. Wenn wir uns damit beschäftigen wollen, wie wir rauskommen aus diesem Dilemma, in dem wir uns befinden, das im Moment eher schlimmer als besser wird. Und glaube ich, muss man, ich sage das vorhin schon mal, auch versuchen, mal sich selber zu befragen, sonst kommt man nämlich nicht zu den Schritten, die sinnvoll sind für die Zukunft. Wo war denn das, was wir vielleicht auch nicht richtig gemacht haben? Ich sage mal nur ganz kurz, damit wir noch ins Gespräch kommen können. Mindestens 4 Punkte sehe ich zumindest, wo wir suboptimal bis falsch uns verhalten haben. Das fing gleich 89, 90, 91 an. Wenn Sie heute mit Russen sprechen, übrigens ob mit nationalkonservativen, Liberalen, ist da fast egal, kommt oft so das Gefühl, und gerade an uns Deutsche gerichtet, ganz speziell an uns Deutsche gerichtet, wir haben ja ein spezielles Verhältnis. Ich glaube, es gibt nicht 2 Völker nochmal auf dieser Welt, die über fast 1000 Jahre
miteinander zu tun hatten und davon viele Jahrhunderte ganz intensiv. Es gibt jetzt ein Standardwerk seit kurzem über die Entstehung der deutschen Literatur von den Anfängen bis hin zu Heinrich Böll. Und in diesem Standardwerk wird nachgewiesen, dass die deutsche Literatur ohne die russischen Einflüsse gar nicht diesen Weg hätte nehmen können, gar nicht so wäre, wie sie heute wäre. Ich glaube, das kann man für Musik und bildende Kunst und vieles andere ähnlich auch sagen. Also diese Verbindung zwischen zwei Völkern ist hier was Spezielles, was auch spezielle Verantwortung. Wir haben ja Geschichte hinter uns, die alle Höhen und Tiefen durchlebt hat, die zwei Völker miteinander oder gegeneinander nur durchleben können. Übrigens, vor kurzem ist eine Ausstellung eröffnet worden auf der Burg Hechingen, die preußische Stammburg, also die Hohenzollernburg. Da waren 300 Jahre Geschichte beleuchtet der beiden Fürstenhäuser der Romanows, also des russischen Zarengeschlechts und der Hohenzollern. Und da hat man nochmal gesehen, wie diese Vernetzung über Jahrhunderte war. Die beiden Weltkriege haben das etwas in Vergessenheit geraten lassen. Ich meine, die berühmteste russische Zarin war eine Deutsche. Und vieles andere, was da eine Rolle gespielt hat, ist einem da nochmal klar geworden. Übrigens gab es da einen sehr, sehr schönen Satz. Ich komme dann gleich nochmal zurück. Zu dem Thema 89-90 gab es einen sehr schönen Satz, den Hilarion, Metropolit Hilarion dort gesagt hat, bestand nur aus 5 Worten und hat vieles von der Problematik trotzdem gefasst, die uns immer wieder beschäftigt zwischen unseren beiden Ländern. Er sagte nämlich am Schluss seiner Eröffnungsrede, Russland ist anders, Deutschland auch. 5 Worte. Und wenn man die zu Ende überlegt, steckt da ganz viel drin. Die Russen sagen einem oft oder halten einem vor, dass wir nicht dankbar, wir Deutschen, nicht dankbar genug wären. Und zwar beziehen sie sich da auf 2 Faktoren der jüngeren Zeitgeschichte. Zum einen sagen sie, wir hätten relativ schnell vergessen, dass es die deutsche Einheit ohne die Haltung der russischen Regierung 89-90 überhaupt nicht gegeben hätte. Und wer sich zurückerinnert, damals waren Politiker wie Margaret Thatcher und François Mitterrand weit davon entfernt, die deutsche Einheit zu wollen. Thatcher hat gesagt, 2 Deutschland sind ja 100-mal lieber als ein Deutschland. Und François Mitterrand ist noch Anfang Dezember nach Ost-Berlin gekommen, um einen Handelsvertrag mit der DDR über 20 Jahre abzuschließen, sicherheitshalber, um die DDR noch ein bisschen zu stabilisieren. Und es waren damals wirklich Bush Senior und Michael Gorbatschow, die es überhaupt ermöglicht haben, dass die deutsche Einheit, damit auch die europäische, überhaupt zustande gekommen ist. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist aus meiner Sicht vielleicht ein noch wesentlicherer Fakt, der im öffentlichen Bewusstsein fast gar keine Rolle mehr spielt. Der Abzug der russischen Truppen. Über 4 Jahre die größte logistisch-militärische Operation in Friedenszeiten. 500.000 Soldaten sind sang- und klanglos abgezogen. Übrigens, eingefleischte russische Altgeneräle sagen einem heute noch, unmögliche Handlungen macht man nie, man gibt Brückenköpfe nicht einfach so ohne Gegenleistung auf. Aber es hat stattgefunden. Übrigens für viele, ich war damals mitverantwortlich in Brandenburg, wir hatten ja die meisten Truppen für diesen Abzug. Für viele russische Soldaten war es ein Abzug ins Nirvana, weil die versprochenen Städte, die da angeblich schon standen, die waren oft noch gar nicht da, wenn sie nach Hause kamen, sondern sind in irgendwelche Zelte gekommen. Das sind 2 Punkte, wo man wirklich mal überlegen muss, ob wir die historisch richtig bewerten und ob wir, Dankbarkeiten sind keine Kategorien der Politik, aber ob wir sie in das Kalkül jeweils auch mit einbeziehen. Und dann gab es noch ein dritter Punkt zu diesem Themenkomplex, die Putin-Rede 2001, als er noch junger Präsident war, wo ich bis heute übrigens der festen Überzeugung bin, der Herr Generalkonsul möge mir widersprechen, aber ich bin der festen Überzeugung, damals war eine ganz große Chance da, Russland mit einzubinden, als Partner. Russland zu bekommen als ein wirklich Mitstreiter auf Augenhöhe. Putin hat damals in seiner Rede, die übrigens auch das sollte nicht vergessen werden, von allen Fraktionen des Deutschen Bundestages mit stehendem Beifall am Schluss belohnt wurde, 2 Wünsche geäußert. Einen gemeinsamen Wirtschaftsraum von Vladivostok bis Lissabon und eine Sicherheitspartnerschaft, in der Russland auf Augenhöhe behandelt wird und sich wirklich sicher fühlen kann. Beide Wünsche sind, wenn man das heute im Rückblick betrachtet, schlicht vom Tisch gewischt worden. Vladivostok bis Lissabon findet sich jetzt, da bin ich sehr froh, fast 20 Jahre später im Entwurf des Koalitionsvertrages wieder, dass man das jetzt mal angehen müsste. 2001 gewünscht, jetzt haben wir 2018.
heißt im Umkehrschluss, kein Schritt ist bisher auf dem Feld gegangen worden. Und der Wunsch nach einer Sicherheitspartnerschaft, ein völlig legitimer Wunsch und gerade mit der sowjetisch-russischen Geschichte im Hintergrund, weil er manchmal Diskutanten sagen, Mann, die haben so einen Sicherheitsfimmel. Wer den 22. Juni 1941 erlebt hat und die Jahre danach den Vernichtungskrieg, hat den. Der hat den einfach. Und diesen Wunsch nach einer Sicherheitspartnerschaft haben unsere amerikanischen Kollegen mit der Idee eines Raketenabwehrschirms beantwortet, was so ungefähr das Gegenteil dieses Wunsches ist. Und man hat sich ja damals nicht mal erblödet zu sagen, dieser Raketenabwehrschirm wäre gegen den Iran gerichtet und nicht gegen Russland. Das hat man inzwischen, sagt man das nicht mehr, aber damals hat man das sogar noch uns gesagt. Und die zweite Antwort, die wir hatten, war die NATO-Osterweiterung. Schwieriges Thema, keine Frage, aber ich kann da nur George Kennan zitieren, der vielleicht weitsichtigste und profundeste US-Außenpolitiker, der viele Krisen bewältigt hat im Auftrag mehrerer amerikanischer Regierungen, der am Ende seines Lebens, er ist schon ein paar Jahre tot, gesagt hat, er befürchtet, dass die NATO-Osterweiterung, wie sie abgelaufen ist, der schlimmste Fehler der amerikanischen Außenpolitik der Neuzeit gewesen ist. Das war seine Voraussicht kurz vor seinem Tode. Zu einem zweiten Themenkomplex von den vieren, nur ganz kurz, das Thema Maßstäbe. Auch das kriegt man in Russland sehr häufig auf Diskussionen zu hören, ob wir überall dieselben Maßstäbe anlegen. Da wird auf der einen Seite gesagt, ihr habt gegen uns Sanktionen verhängt wegen der Annexion der Krim. So was. Eure Sicht mag so sein. Wer hat bei euch Sanktionen gefordert, als die USA in den Irak einmarschiert sind? Ihr habt im Bundestag beschlossen, das wäre eine eklatante Verletzung des Völkerrechts. Die französische Nationalversammlung hat beschlossen, das ist eine Verletzung des Völkerrechts. Hat Zehntausenden Menschen das Leben gekostet. Wer hat von euch eine Sanktion gefordert? Auf die Frage gibt es keine Antwort. Die ist berechtigt, die ist klar auf dem Tisch. Eine Antwort hat mir auch bis dahin noch keiner gegeben, außer, dass man manchmal so eine verschämte Antwort kriegt, die ich realpolitisch durchaus verstehe. Können wir bei den Amis nicht machen. Ich verstehe die wirtschaftspolitisch, ich verstehe die realpolitisch, aber moralpolitisch ist es keine Antwort. Und von den Maßstäben her ist es auch nicht. Und Sie kriegen ja, da können Sie noch ganz viele Beispiele nehmen. So wie es im Kosovo gelaufen ist, ist es auch nach unseren Normen des Völkerrechts, wie wir sie jetzt anlegen, hätte es so nicht laufen dürfen, weil es gibt im Völkerrecht zwei Grundsätze, Selbstbestimmungsrecht der Völker und territoriale Unversehrtheit des Verfassungsgebietes. Das Verfassungsgebiet hieß Serbien und hätte unverletzt bleiben müssen. Und, da könnte man viele Dinge finden, wo zu Recht die Frage besteht, habt ihr doppelte Maßstäbe in euren Bewertungen? Ich sage mal, wenn wir, und die Kritik habe ich auch, kritisieren, dass vieles in der russischen Politik noch relativ homophob angelegt ist, dann ist die Kritik, wie gesagt, aus meiner Sicht legitim und berechtigt. Ich würde mir nur wünschen, dass wir bei unseren saudi-arabischen Waffenpartnern ähnlich kritisieren, wo homosexuelle Lebensweise mit Steinigung bis zum Tode bestraft wird. Und da kann man selten gegen argumentieren, wenn da die Doppelmaßstäbigkeit angelegt und gesehen wird. Dritter Punkt, Sanktionen. Ich versuche es auch hier ganz kurz zu machen. Ich habe sie von Anfang an für falsch gehalten, habe dafür viel Prügel mehr eingehandelt. Ich kann die Herleitung einigermaßen verstehen, weil wir damals nicht richtig wussten, wie man auf die Annexion der Krim reagieren soll. Ich fand sie falsch, weil ich bin kein Jurist, sondern nur Ingenieur und Juristen können ja, haben ja die Fähigkeit, die Welt zu interpretieren und die Dinge so auszulegen, dass am Ende immer irgendwie eine Formel rauskommt. Ich brauche ein klares Bild. Wenn ich sage, ich verhänge eine Sanktion, muss ich wissen, warum. Was ist mein Ziel? Weil ich muss ja auch einen Ausstieg haben. Irgendwann muss ich ja sehen, wann löse ich die wieder auf. Und es wären drei Möglichkeiten, die damals ja auch diskutiert wurden. Putin sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Das werden wir nicht erleben. Und wenn wir es erleben, ist er wahrscheinlich nicht mehr Präsident am nächsten Tag. Es gibt eine zweite Variante, die damals, da war ich bei Debatten in Polen, da ist das sehr intensiv diskutiert worden, das steht der wirtschaftlich nicht durch und muss dann zurücktreten und es wird irgendwann eine Neuwahl geben.
Da sagen einem selbst profunde Kenner der russischen Innenpolitik, wie Lev Gutkov, der Chef vom Levada-Meinungsforschungsinstitut, wenn es zu einer Neuwahl kommt, werdet ihr auf jeden Fall keinen liberaleren Präsidenten erleben in Russland, sondern es wird eher ein deutlich nationalistischerer Präsident sein. Und da gab es ja noch den schönen Satz, dass Wladimir Putin, was uns nicht so klar ist und auch wahrscheinlich fehlt uns dafür auch ein Stück Verständnis, liberaler ist als 80% seiner Landsleute. Das muss man wenigstens mal gehört haben und sich auch ein Stück vergegenwärtigen. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, und den fand ich bei der Verhängung der Sanktionen den fatalsten. Dass es Gedankenspiele gab, das war eher dann auf der anderen Seite des Atlantik. Es gibt ja da nicht wenige politische Diskutanten, denen Russland zu groß ist und die sich eine Segmentierung ganz gut vorstellen könnten. Gesagt haben, solche Sanktionen könnten dazu einen Beitrag leisten, dass das in einzelne Bestandteile sich auflöst. Wenn ich sage, ich finde das fatal, meine Damen und Herren, dann insbesondere deshalb. Auf russischem Boden liegen 6200 Atomsprengköpfe in verschiedenen Gegenden des Landes. Ich möchte nicht dabei sein, gerade hier in Europa, vielleicht sieht man das auf der anderen Seite des Atlantik etwas entspannter, wenn diese über 6000 Atomsprengköpfe in disparate Hände kommen, in die unterschiedlichsten Zuständigkeiten plötzlich fallen. Das möchte ich zumindest nicht erleben. Und deshalb glaube ich, sollten wir auch immer in unseren Kalkülen mit drin haben, dass der Erhalt der russischen Staatlichkeit auch ein ganz wichtiger Faktor ist beim Erhalt des Friedens. Und da sollten wir manche Dinge vielleicht hintanstellen, frei nach Egon Bahr. Unsere Werte sind richtig und wichtig und verteidigungswert. Es gibt nur eins, was drüber steht, hat Egon Bahr gesagt. Das ist die Erhaltung des Friedens, weil sonst unsere ganzen Werte Makulatur sind am nächsten Tag. Und das sollte man auch noch im Hinterkopf haben. Lassen Sie mich den vierten Punkt noch kurz erwähnen, der vielleicht manchen, also er beschäftigt mich persönlich sehr. Ich gebe das auch zu und sage es auch gleich dazu. Das geht um Erinnerungspolitik und Gedenkpolitik. Und ich sage es mal an einem anderen Beispiel, damit es nicht so russisch zentriert ist. Ich darf in einem meiner Verantwortungen Vorsitzender des Kuratoriums des Johannes-Rau-Zentrums in Minsk sein, Belarus. Wir beschäftigen uns mit zivilgesellschaftlicher Arbeit und ein Schwerpunkt ist Erinnerungspolitik. Wir betreiben dort seit Jahrzehnten eine Geschichtswerkstatt, wo Zeitzeugen ihre Lebensberichte geben, um daraus zu lernen. Und wir haben uns dadurch auch sehr intensiv mit der Geschichte des Zweiten Weltkrieges in Belarus naturgemäß beschäftigt. Und dabei ist mir Folgendes mehr als nur aufgestoßen. Zum Jahrestag des Kriegsendes haben wir ja mehrere Feierlichkeiten erlebt. Einmal war die Eröffnung der Normandiefront, wo unzählige Staatsgäste, Staatspräsidenten und Ministerpräsidenten anwesend waren. Dann haben wir, und ich finde völlig zu Recht, gedacht der Zerstörung von Loradour. Manchen sagt der Name was in Frankreich. Es war ein Ort in Frankreich, den die Waffen-SS aus Rachegründen komplett ausradiert hat. Auch dort war die Bundeskanzlerin, der Bundespräsident. Und ich finde das völlig richtig. In Weißrussland sind wir in denselben Tagen, wir waren auf einer Gedenkreise gefragt worden, warum solche Aufmerksamkeit nicht den 629 Orten in Weißrussland zuteil wird, die genau dasselbe Schicksal wie Oradour erlitten haben. Genau das gleiche Schicksal, teilweise sogar noch grausamer, weil der Ostfeldzug war noch grausamer. Und daraus, und ich könnte Ihnen noch andere Beispiele nennen, wie zum Beispiel mit den 2 Millionen russischen Kriegsgefangenen umgegangen wurde in der ersten Kriegswochen, wo geplant war, durch General Wagner, der den Einmarsch befehligt hat, geplant war, dass man die Kerle verhungern lässt, weil man wollte weder ein Brot noch eine Patrone verschwenden an diese 2 Millionen Menschen. Und ich frage mich manchmal bei unserer Erinnerungspolitik, bei unserem Gedenken, ob wir bewusst oder unbewusst 2 Kategorien Opfer im Kopf haben. Und dass die Opfer östlich der Weichsel irgendwie nicht in derselben Kategorie firmieren wie andere, wie zum Beispiel in Frankreich oder sonst wo. Weil ansonsten müsste manches in dem, was wir auch staatlich organisieren an Gedenken,
den 27 Millionen Toten des Sowjetunion-Feldzuges mehr Platz einräumen, als das bisher der Fall ist. Ich würde mir zumindest wünschen, dass wir das künftig tun. Wie kommen wir da raus? Es gibt drei Ebenen. Das ist die europäische Ebene, das ist die bundesrepublikanische und die zivilgesellschaftliche. Vielleicht nur ganz kurz umrissen, wir werden das ja vielleicht in der Diskussion noch vertiefen können. Ich glaube, in Europa werden wir gut beraten, wenn wir den Kontakt künftig suchen zur Eurasischen Wirtschaftsunion. Die beiden Vereinigungen von mehreren Staaten sind nicht vergleichbar in ihrer Struktur, auch nicht in ihrer Zielsetzung, aber sie sind eine Ebene, sie stellen eine Ebene dar, auf der man mit neuen Impulsen ein paar alte Schranken und Denkbarrieren wegräumen könnte und das, was jetzt im Entwurf des Koalitionsvertrages steht, vielleicht dann auch beginnen könnte zu bearbeiten, nämlich doch nochmal die Idee aufzunehmen eines gemeinsamen Wirtschaftsraumes und humanitären Raumes von Vladivostok bis Lissabon. Da ist so viel Musik drin, da ist so viel Möglichkeit drin, dass ich mir wünschen würde, dass in Brüssel das auch gesehen wird. Und ich habe vorhin gerade noch auf der Herfahrt die Pressekonferenz vom Wladimir Putin und Sebastian Kurz, dem österreichischen Bundeskanzler, der heute in Moskau war, gehört. Das hat mir zumindest Hoffnung gemacht, weil da mehrfach das Wort gemeinsam drin vorkam. Und das ist ja schon etwas, was man sich fast abgewöhnt hat, bei solchen Pressekonferenzen zu hören oder mitzudenken. Was die Ebene der beiden Staaten direkt angeht, ich habe zumindest, und die lasse ich mir auch nicht nehmen, einige Hoffnung. Ich habe mich sehr über den Besuch von Frank-Walter Steinmeier gefreut, der wenigstens ein Zeichen war, dass da wieder Bewegung ist. Ich habe mich über die mehrfachen Bemühungen und Besuche unseres Außenministers Sigmar Gabriel gefreut, der ja sehr deutlich vor 4 Wochen gesagt hat, wir brauchen eine neue Russlandpolitik. Man muss manchmal auch einsehen, sagt er, wenn die Bemühungen, die bisher waren, nicht gefruchtet haben, dass man nochmal neu denken muss, nochmal neue Ansätze braucht und überlegen muss, ob man da nicht nochmal anders herangeht. Übrigens, wir können, Geschichte wiederholt sich nicht. Das habe ich auch gelernt. Aber wir dürfen aus der Geschichte, glaube ich, lernen. Und ich habe sehr viel, ich hatte das Glück, die letzten Jahre viel Zeit mit seinen letzten Lebensjahren mit Egon Barth zu verbringen. Wir haben auch die letzte Russlandreise gemeinsam gemacht, die zu Michail Gorbatschow geführt hat. Und Egon Barth hat uns vieles aus seinem über 90-jährigen Leben mitgegeben und manches direkt eingebläut. Und ich sage mal ganz, ganz konkret auf das, was wir im Moment mit Russland vor uns haben. Er hat uns erklärt, wie damals die Verhandlungen zu den Grundlagenverträgen mit der Sowjetunion in Gang gekommen sind, obwohl es schier unüberwindliche Hindernisse gab. Unter anderem war die ungeklärte Frage des Baltikum, die ja annektiert wurden 1940 von der Sowjetunion, das hat der Westen nie anerkannt und eigentlich war das ein Verhandlungshemmnis, man konnte nicht reden, ehe die Frage nicht geklärt war. Und er sagt, wir haben damals das Instrument angewendet, Dinge, die im Moment nicht zu klären sind, erstmal zur Seite zu stellen, um über die Dinge zu reden, die klärbar sind, um vielleicht später dann Zugänge zu finden für das, was bisher noch nicht geklärt werden kann. Das ist ja kein unübliches Verhandlungsding und deshalb habe ich mir gesagt, warum sollte uns das mit der Krim nicht gelingen, das ist im Moment nicht klärbar. Wir werden diese unterschiedlichen Sichten nicht übereinbringen. Warum kann man diese Thematik nicht erstmal in eine Kiste tun und klebt 2 Banderolen drauf, die Russen schreiben drauf, geben wir niemals wieder her, wir schreiben drauf, das erkennen wir niemals an, stellen es zur Seite und reden über unzählige Fragen von Terrorbekämpfung, über Flüchtlingsbewegung, über Klimawandel, über und. Selbst die Bundeskanzlerin hat neulich gesagt, die wichtigen Fragen auf dieser Welt sind ohne Russland nicht mehr klärbar. Und ich würde mir wünschen, dass wir sowas auch mal lernen von denen, die das alles schon mal exerziert haben, in gleichfalls schwierigen Zeiten und das auch sehr erfolgreich gemacht haben. Ich glaube, dass der Kernpunkt, wenn wir wieder zu einem einigermaßen tragfähigen Verhältnis kommen wollen zwischen Deutschland und Europa und zwischen Russland und Europa, wird die Anerkennung sein, dass wir mit den Russen zu einer Sicherheitspartnerschaft wirklich auf Augenhöhe kommen müssen. Alles andere wird Makulatur sein, wenn wir diese Frage nicht offensiv angehen und lösen. Wir werden sonst in eine Aufrüstungsspirale kommen,
Wir werden in eine Spirale zunehmenden Nationalismus und Militarismus kommen, übrigens auch in Russland zu beobachten, dass das stattfindet, also von patriotischer Erziehung und Jugendarmeen und viele, viele andere Dinge. Wenn das alles so weitergeht und wenn es auf unserer Seite auch so weitergeht, dass wir antworten, indem wir noch mehr Truppen verlegen ins Baltikum, nach Polen und anderswohin, dann stehen wir in 5 Jahren vor einer unlösbaren Situation. Und deshalb glaube ich, dass da dieser Schritt zurück und das Neuüberlegen, auch über Barrieren hinweg, das, was wirklich andere schon gekonnt haben vor uns, wir müssen das Rad nicht total neu erfinden. Und damals war auch die Gefahr eines Dritten Weltkrieges virulent. Das ist aus meiner Sicht die Bedingung überhaupt. Ansonsten wird das irgendwann auf eine Katastrophe zulaufen. Dritter Punkt, Zivilgesellschaft. Ich bin Ihnen, vielen von Ihnen hier sehr dankbar. Sie gehören mit Ihrem Partnerschaftsverein zu denen, die auf Deutsch gesagt die Fahne hochhalten. Und man sollte sowas auf keinen Fall, wir haben das in Krasnodar bei der Städtepartnerschaftskonferenz gemerkt, überhaupt nicht unterbewerten. Das ist ein so essentieller Beitrag, dass Menschen sich begegnen, Schüler sich begegnen, Erwachsene sich begegnen, Sportler sich begegnen, was auch immer. Und der Geist in Krasnodar hat mir so viel Mut, Freude und Mut gemacht. Er hat ja sogar die beiden Außenminister angesteckt, die beide da waren und dann das Jahr der kommunalen Partnerschaft ausgerufen haben. Schon allein der Begriff Partnerschaft musste man ja genießen zwischen Russland und Deutschland. Im Oktober soll abgerechnet werden, ob wir Erfolg damit hatten. Das Deutsch-Russische Forum ist gebeten worden, auf deutscher Seite dieses Jahr auszugestalten, ob wir es wirklich geschafft haben, dass es mehr sowas gibt, wie es zwischen Wolgograd und Köln gibt. Und ich hoffe sehr, es bahnt sich so manches an. Ich hoffe sehr, dass wir das hinkriegen, weil das wäre die beste Medizin gegen den eingangs erwähnten Prozess der Entfremdung. Lassen Sie mich ganz zum Schluss noch einen Satz sagen, geopolitischer Natur, und der eigentlich nur was mit Vernunft zu tun hat. Da muss man überhaupt kein hochpolitischer Mensch sein. Wenn ich mir anschaue, was in diesen Jahren auf der Welt vor sich geht und passiert, und das mal ganz klein bisschen abstrahiere, bisschen zurückgehe, dann muss ich feststellen, dass China sich längst auf den Weg gemacht hat, nicht nur zu einer neuen Weltmacht zu werden, sondern dieses auch auszuüben, und zwar nicht nur auf die elegante, aber das, was die Chinesen Seidenstraße nennen, das neue Projekt, das große Projekt Seidenstraße, hat nichts mit Marco Polo, glaube ich, zu tun, obwohl es unter diesem schönen Titel firmiert. Das hat schlicht was damit zu tun, seine Macht, auch seine wirtschaftliche Macht, weit in den arabisch-afrikanischen Raum hinein, in den südosteuropäischen Raum hinein auszudehnen und dort zu etablieren. Und dem dienen auch die unzähligen Milliardeninvestitionen, die da getätigt werden, die Käufe von Land, von Bergschürfrechten und was weiß ich nicht alles. Das ist die eine Sparte. Gucke ich rüber über den Atlantik, ist es längst nicht Donald Trump gewesen, der den neuen Weg Amerikas beschrieben hat, sondern schon Obama hat eine bei uns viel zu wenig beachtete Rede in Australien gehalten vor 4 Jahren, wo er gesagt hat, wir wenden unseren Blick jetzt deutlich in den pazifischen Raum, denn dort spielt die Musik. Also drehen uns vom atlantischen Raum um in den pazifischen. Trump hat noch eine andere Komponente hinzugefügt, nämlich den Isolationismus. Das war bei Obama nicht so ausgeprägt, dass er sagt, alles, was wir jetzt tun, muss Amerika nutzen, sonst tun wir es nicht. Ich habe auch in Amerika in Thinktanks diesen schönen Spruch gelernt, es gibt nur 3 Triebkräfte für Politik, Interessen, Interessen und Interessen. In Amerika wird es ganz klar auch gesagt, da redet man gar nicht drum herum. So, und wenn ich das beides konstatiere und einfach zur Kenntnis nehme, muss ich mich doch, wenn ich verantwortlich in die Zukunft blicke, sagen, dann bleiben 2 übrig. Größere Einheiten. Das ist auf der einen Seite Russland und auf der anderen Seite Europa. Die Europäische Union, muss man ja sagen, Russland gehört ja zu Europa. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch die Wahl. Lassen wir in den nächsten Jahren zu, dass Russland und China, gewollt oder ungewollt, zwangsverheiratet oder mit mehr Zuneigung, ich sehe da nicht so viel Zuneigung, aber das ist egal, näher zusammenrücken und sich am Ende zusammentun? Oder sind wir klug und weitsichtig und machen das, wovor
Zbigniew Brzezinski, der amerikanische Präsidentenberater, schon 1997 in seinem Buch gewarnt hat, dass man aufpassen muss, wenn Europa und Russland zu nahe zusammenfinden. Das könnte ein wettbewerbsbeherrschender Block werden. Ich würde nicht verstehen, meine Damen und Herren, wenn wir das nicht sehen und diese Chance nicht nutzen, weil ich glaube, eine zweite kriegen wir nicht und könnten plötzlich sehr alleine auf dieser Welt sein. Vielen Dank fürs Zuhören.